Es ist besonders wichtig, den Arzt aufzusuchen, wenn die Beschwerden besonders lang und heftig bestehen. Das heißt also, man kann sicher auch als Laie unterscheiden, ob mir jetzt der Rücken ein wenig wehtut, ich mich nicht mehr ganz so belasten kann, oder wenn ich total brach liege, mich auf den Rücken krümmend legen muss, um überhaupt eine leichte Linderung zu erfahren. Denn wir befürchten als Ärzte besonders den Bandscheibenvorfall. Bedeutet, es drückt auf den Nerv im Bereich Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule und kommt zu Lähmungserscheinungen. Wenn also mehr als 4 Wochen dieser Bandscheibenvorfall besteht und nicht beeinflusst wird, kann es in der Tat zum Absterben des Nerven kommen. Und es können beispielsweise auch die Mastdarm, die Blasenfunktion, wenn sich das Ganze im Lendenwirbelsäulenbereich abspielt, sehr stark mitbelastet werden. Sonst spürt der Laie meistens nur Schmerzen bei bestimmten Bewegungen, gestrecktes Anheben des Beines beispielsweise. Oder er verspürt Kribbel, Parästhesien, also Missempfindungen, die aber auch schon stärkeren Charakter haben müssen, um dann zur Verdachtsdiagnose Bandscheibenvorfall zu kommen.